Hallo, meine lieben Erzählfreunde, ich bin gerade dabei, mich um das Gewicht zu kümmern. Wie ihr seht, habe ich die Platte rausgerissen, die ich da reingesetzt hatte für die RC-Komponenten. Und ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, dass ich genügend Gewicht habe, um das Brot gerade zu halten. Ich habe jetzt einfach hier mal so einen Laser oben drauf gesetzt und dieser Laser hat eine Wasserwaagenfunktion. Ja, wie man sehen kann. So, und jetzt gebe ich einfach so lange Gewicht bei, bis das Ganze sich gerade setzt. Noch nicht. Ja, jetzt. Jetzt sieht es doch gut aus, oder? Ja. Aber wie genau habe ich das gemacht? Ich habe ja die Wasserlinie angezeichnet gehabt. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon kräftig lackiert. Und habe jetzt genau dort, wo die Wasserlinie ist, das Boot aufgesetzt. Nur hinten geht es halt nicht ganz wegen dem Ruder. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So. Das heißt, diese drei Gewichte hier vom Angeln, die werde ich hier reinkleben. Dann nochmal testen, ob es okay ist. Mir nicht noch ein Gewicht bei, weil die sind jetzt sehr weit außen. Ne? Wenn ich sie natürlich nach innen verschiebe, dann habe ich hier natürlich gleich einen Effekt. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich so weit nach außen komme. Muss ich sehen. Und dann kann ich hier ordentlich Gewicht reinfüllen und hoffe, dass ich das nötige Gewicht dann habe. Ansonsten hat sich natürlich viel getan. Ich gehe mal nach vorne. So. Also erstmal hier die Halterung für den Bugsprit. Dann habe ich diese Ösen geschaffen, wo man hinterher die Seile zum Vertäuen festmacht. Ja, das ist jetzt einfach nur für das vordere Segel. Einen kleinen Niedergang habe ich gemacht. Dann, naja, für den Ofen halt so ein Abzugsrohr. Dann habe ich hier noch mal eben Steuerrad angebracht. Und halt dieses kleine Ding. Normalerweise ist es so, dass man einen Kartentisch hat und ein Deck und halt ein Barometer und andere Sachen, Thermometer. Und diese Sachen, die waren früher immer in solchen kleinen Häuschen untergebracht. Ja. Da habe ich auch mal ein bisschen dran rumgefummelt und habe da nochmal eine Glasscheibe reingemacht, damit ich das Ruder von vornherein schon sehe, ob es richtig steht. Hier habe ich auch noch mal Ösen dran gemacht. Hier sind leider die Klampen abgegangen. Ich habe hier extra noch mal so Klampen gefertigt, aber die sind auch nicht sehr schön geworden. Da werde ich also auch noch mal Klampen machen. Ja, Bullaugen habe ich auch dran gebaut, wie ihr sehen könnt. Ich finde, sie wirken ein bisschen klein, aber es geht. So, dann habe ich hier vorne auch noch mal eine Art Belüftung dran gezimmert. Ja, hier für die Wanden, die Befestigung sind auch dran auf beiden Seiten. Ja, und ich habe auch auf der anderen Seite hier so eine Art Zierleiste gemacht und Gurt gestrichen. Ich finde, das wirkt einfach ein bisschen besser. Entschuldigung, ich bin immer noch ziemlich am Keuchen. Ja, und dann muss ich halt gucken, dass ich hier unten Gewicht reinkriege und danach die RC-Komponenten reinsetze. Es kann sein, dass ich danach dann noch mal hier ausrichten muss mit der Wasserwaage. Aber das sehe ich dann. Aber ich denke, es geht erstmal. Es sieht erstmal gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, und dann kommt der Hauptteil. Deck lackieren mit Klarlack
Die anderen Sachen lackieren. Na, natürlich auch noch die Zierleiste auf der anderen Seite. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass das ganze Brot halt gerade bleibt. Und ja, es bleibt gerade. Man kann also so schon mal dafür sorgen, dass das Brot nicht so schief im Wasser hängt und Schlagseite hat. Ich denke, das funktioniert. Ja, da kommt der Mast rein. Da habe ich eigentlich noch was geplant gehabt, was so ähnlich ist wie das hier. Als Mastfuß. Nur werde ich das wahrscheinlich aus Holz machen. Ja, wer sich jetzt wundert, warum das so dreckig da unten drin aussieht, das kommt vom Schleifen. Das ist zum Großteil Staub und zwar von dieser Pappe. Ich komme da gar nicht dran, so tief ist das. Ja. Also wie ihr seht, es geht vorwärts. Es dauert zwar alles ein bisschen, aber es geht vorwärts. Ja? Gut. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr noch Tipps habt, ich meine, das ist noch nicht ganz komplett das Deck, aber es wird. Hier zum Beispiel ist eine Stelle rausgebrochen. Da muss ich noch ein Stück Holz einsetzen. Aber es wird. Es wird. Im Moment bin ich auch so ein bisschen wie betäubt. Als wenn mir einer einen Nagel auf den Schädel gekloppt hat. Und da ab und zu mal so ein bisschen mit einem kleinen Hämmerchen gegenkloppt. Kein schöner Effekt, aber naja, muss ich durch. Gut. Dann habt ihr zumindest schon mal ein bisschen was gesehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, Daumen hoch lassen. Wenn ihr noch Anregungen habt, Kommentare. Jo, das soll es gewesen sein. Macht ihr mal weiter, ich auch. Und dann sehen wir uns die Tage. Ciao.